YouTube und herzlich willkommen hier zum Duell Cosmo auf meiner Seite gegen Dennis. B-Trooper. B-Trooper, ja. Ja, wir haben uns jetzt auch mal wieder an der Umfrage orientiert, was ihr gerne sehen wolltet. Virtual World habt ihr ja schon als Deckprofile gesehen. Jetzt kommen die anderen beiden Decks dran. Cosmo war ja euer zweiter Platz. Da ist das Deckprofile auf jeden Fall schon garantiert. Das kommt dann im Anschluss dieses Videos hier. Wenn ihr aber dennoch von B-Trooper jetzt richtig krass gestochen wurdet, ja, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann nehmen wir das Deckprofile auch gerne noch für euch auf. Und ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Hoch entscheidet, genau, perfekt. Ich habe es letztes Mal nicht geschafft. Oder? Das haben 2-1. Oh, komm, eine 12. Nein! Eine 2 war dabei. Aha. Dann, du glaubst es nicht, ich fange an? Ja, habe ich mir fast gedacht. Komm, gutes. Was du vergisst, machst du eigentlich immer den Fehler und sagst, hoch entscheidet. Ja, weil ich dumm bin. Ja. Oh, das ist eine richtig schlechte. Ich brauche aber 5 Karten, glaube ich. Warum kann ich nicht anfangen? Damit wäre es eigentlich okay gewesen. Ich normal beschwöre, wie soll es anders sein, das Resonanzinsekt. Ah, oh, natürlich. Und jetzt kommt Battle Wars. Natürlich. Und ja, zwar Battle Wars Pin the Bullseye. Das verschwindet sich einfach so, ohne Effekt, bei einem Schaden. We will be right back. Mit Sound extra für euch. Natürlich. Damit man richtig Yugi-Vibes hat hier. Genau. Ja. Das ist okay. Auch eine offizielle F. Um direkt die Ehre zu nehmen. Ja. Formation noch. Oh mein Gott, ja. Will man nicht unbedingt haben, aber ja. Dann gehen wir doch einfach in den Beachtrooper Armorhorn. Als LD2. Ich wollte ja gerade sagen, Alter, was geht denn jetzt? Okay. Ich kann einfach so mitnehmen. Das Resonanz-Effekt zu triggern. Wenn es auf Friedhof gelevelt wird, kann ich meiner Hand ein Monster, ein Insektenmonster der Stufe 5 hätten. Yes. Und ihr seht sogar jetzt mal den Friedhof, also es ist top hier. Richtig. Die Frage ist, was hätte ich mir? Tja. Du hast keine Handjob geworfen. Richtig. Dann gehen wir doch einfach auf die Planierraupe des Untergangs. Yes. Eine sehr alte Karte. In yes. Ulti ist ein bisschen günstiger. Bisschen günstiger, ne? So 60, 70 Euro. Lächerlich. Ja, der Insektenhype ist real, Leute. Wartet auf den nächsten Support in Burst of Destiny, glaube ich. Dann aktivieren die Planierraupe des Untergangs. Ja. Verbannen Battle Wars und die musst du nicht aktivieren. Das ist kein Aktivierungseffekt. Special. Yes. Aber Resonanz-Effekt triggert. Ihr habt mir jetzt einen Insekt auf dem Friedhof. Ja. Voll in Ordnung. Also der Nibiru, der kitzelt schon. Dann nehmen wir Goki-Pool. Damit kann ich mir ein Insekt auf Friedhof. Nee, das ist richtig. Und wenn es ein Vanilla ist, weißt du es ja selber. Oh ja, dann wird was zerstört hier, die Killerbiene. Wenn es ein Vanilla ist, darf ich es natürlich nicht. Genau, aber du addest dir das Feuer tatsächlich schon auf die Hand. Genau, das ist ein Effekt. Genau. Richtig. Also wenn ihr auf Cookie Pole nichts macht, resolve der Effekt komplett. Und auch das Zerstören würde jetzt resolven, ohne dass du noch was machen kannst. Ja, ist in Ordnung. So sieht die Hand doch schon mal ein bisschen besser aus, ist trotzdem alles nicht so hübsch. Gut. Dann gehen wir doch mal weiter in den Insektor Minimotte. Der süßeste Karte aus dem ganzen Deck-Thema. Ja. Mit dem nicesten Ass. Effekt Minimotte, ich muss was targeten und discarden. Yes. Das ist die schaurige Motte. Und darf mir jetzt aus dem Deck was anhängen als. Da lacht er. Ja. Im Übrigen kann man auch die schaurige Motte annehmen. Mhm. Um die auf Friedhof zu kriegen, wenn man schon alles hat. Mhm. Gehen wir nochmal für das Resonanzinsekt, weil die Karte ist ja gut. Ja, klar. Ist ja nicht von uns verteilt. Richtig. Als nächstes gehen wir auf die Linie. Ich gehe auf das Linie. Ja, ich nutze den Effekt der Insektomotte nicht. Oh. Dann gehen wir in Atlas. Ist jetzt erstmal unaffected. Das ist ja nicht so schlimm. Ja. Resonanzeffekt triggert. Legt mir nochmal was im Friedhof. Nee, der sucht. Er addet mir, genau. Der verbannt wird. Ja, ja. Eine Sekte. Was sucht man sich da? Ein Komungus. Oder ein Stachellanzenträger. Oder ein Stachellanzenträger. Oder für die ganz krassen Leute Contact Sea. Oder Contact Sea. Damit ich dann in meinen Lambda das linken kann. Ich suche mir natürlich den Stachellanzenträger. Ja. Ist nämlich auch eine Handshake. Oh yes. Und keine schlechte. So. Dann aktivieren wir doch den B-Trooper Armorhorn, verbannen uns das Insekt, die Minimotte und Goki-Pool. Dem Deck 2 zum Glück. Mhm. Sonst würde ich die Gruppe voll immer am Friedhof lassen. Ja, auf jeden Fall. Dieser specialt sich dann. Resonanz-Effekt triggert. Jetzt legt er mir was rein. Yes. Und da legen wir uns auch einen zweiten Stachel drauf. Ne, ich leg mir den Schuppenbomber rein. Ja, Schuppenbomber. Ist auch ein Handtrap. Ja, ist der Karte so irgendwie gefühlt ein Handtrap. Ein Ghost Ogre auf dem Feld.
Muss, aber nur ein Insekt, also das schmeckt ihr selbst. Ich glaube, ein anderes sagt er sogar. Das wäre der gut. Ja, das Sting the Poison sagt, glaube ich, kein anderes. Ich weiß auch nicht, warum ich es dir gebe, weil ich aktiviere jetzt nämlich Atlas, zum Zerstören und einen B-Trooper aus dem Deck zur Special. Yes. Er verbannt sich, weil er durch einen Effekt kam. Genau. Sonst wäre die Karte auch, glaube ich, zu krass fürs Grind-Game. Jo. Dann kommt Buggy, leider nicht, wird leider nach dem Hype gekauft. Perfekt. aus dem Deck. Ja, Hans vor der Friedhof-Special. Voll in Ordnung. Ja. Bessere Tourguide. Im Prinzip. Ja und nein, ja. Ja, ja. Tourguide hat halt mehr Einsatzmöglichkeiten, ne? Richtig. Du hast immer noch keine Karte im Friedhof, oder? Nein, ich bin zu krass dafür. Ich bin zu cool, um Handtraps zu ziehen. Gut. Dann gehen wir hier in den Zirkadenkönig. Mhm. Man könnte jetzt noch ein bisschen weiterspielen, aber... Yes. Zirkaden. Dann aktiviere ich noch B-Trooper Formation. Oh, jetzt geht aber rein hier. Ja. Deswegen hätte ich mir lieber auch noch die andere Karte, die hätte ich mir die Countertraps suchen können. Kriegst du 1-2 Damage. Dann ziehen wir mir die 1200 ab, weil ich das Monster 1201 Punkte. Genau. Du kennst es ja sehr gut. Ich habe da deshalb den Einzug ins Finale verpasst bei einer der letzten Locals. Bisschen traurig. Und jetzt ist, glaube ich, Timeout, habe ich gehört. Timeout? Genau. Alles klar. Ja, dann würde ich dann dich abgeben. Alles klar. Guck mal. Du kennst ja den Effekt, ich musste dir nicht erklären. Und normal beschwöre die Tin Can. Oh, das Baby. Da ist ja schon die Sache. Dann setze ich noch eine Karte verdeckt. Und dann würde ich gerne die Endphase gehen und Cosmo Tin Can aktivieren. Das würde ich dir gerne interrupten. Der Zirkadenkönig muss wählen, ne? Ich weiß, aber ich würde eine Handkarte aktivieren wollen. Oh, shit. Ja. Und zwar die Aschenblüte. Die Aschenblüte, fuck. Effekt Tin Can. Zum, Das ist schön. Verbannen. Aber ist jetzt zum Glück keine Wähler. Mhm. Das wird kommen. Dark Destroyer kommt. Oh. Den kann ich nicht wählen. Richtig. Dark Destroyer Effekt wird gerne den Zirkadenkönig schießen. Mhm. Eine Sekunde. Ich aktiviere der Käferkategorie Schuppenbomber. Ja. Ich kann ein Insektenmonster targen und rotieren und ein Monster dann zerstören. Yes. Ich nehme den Zirkadenkönig auch. Für Dunkel Destroyer. Ja. Dein Effekt. Der verband sich ja leider als Kosten. Genau. Die habe ich mich eben vergessen durch deinen Tin Can. Stimmt. Ich würde Gleitflieger machen. Effekt Gleitflieger würde deine Formation schießen. Das finde ich schade, aber okay. Okay, dann dürftest du jetzt auch. Okay, ich ziehe. Jo. Allzu groß ist. Ich aktiviere den Atlas, dann Effekt zum Tributieren. Und suchen. Also tributieren sie immer. Ja. Und Special in dem Fall sogar. Ja. Bleibe tatsächlich bei Buggy. Mhm. Aktiviere wieder noch seinen Effekt. Und Special mit den anderen aus dem Friedhof. Ja. Das wissen die wenigsten tatsächlich. Das stimmt. Leider. Das liegt aber auch an dem Deck. Das ist relativ neu. So. Ich habe ein Insektenmonster gespecialt. Mhm. Dann würde ich gerne den Schuppenbomber von der Hand aktivieren, um ihn nachzuspecialen. Das macht ihr ja richtig auf Ernst. Ist in Ordnung. Ein Kagemuscha-Ritter. Mhm. Link 3. Ja. Für Seraph Papillon. Ja. Kriegt 3. 3, 3, Entschuldigung, 3. Normal macht man die mit 2, aber ich mache ihn gerade mal mit 3. Yes. Das heißt, er hat jetzt 2700. Krack. Wie viel Defense hat denn der Monster? 800. Und das ist gut. Mega, ne? Ja, es swappt mir leider nicht so viel. Gut. Kurz seine Effekte kann ich ja diesen Zug nicht nutzen. Genau, richtig. Dann gehe ich doch in die Battle Phase. Mhm. Mit einem Papillon greife ich deinen Gleitflieger an. Ja. Effekt. Slip Rider. Yep. Schwebetruppe. Ja. Dann so würde ich mit Käferkavallerie die Schwebetruppe angreifen wollen. Ja. Und gehe ich in die Main Phase 2. Mhm. Dann aktiviere ich den Stechlandstrigger, den ich auch in der Battle Phase hätte machen können. Das ist ja Schiss. Ja. Geht nämlich nicht. Das wäre in der Main Phase, deswegen war das nämlich gerade kaputt. Ich mische deine Schwebetruppen rein. Jo. Und bei mir wird es tatsächlich die Killerbiene. Richtig Material hier. Special Sum? Ja. Perfekt. Die habe ich noch nicht gemischt. Ich suche mir dann eine Karte. Rate mal, wer es ist. Ich nicht da. Das war schon gekommen. Käfergabe fliegt und sticht. Vielen Dank nochmal, dass ich die deutsche Karte von dir bekommen habe. Flying Sting ist besser. Nein, fliegt und sticht. Wie mein Kaktus. Alter. Der kleine Grüne. Dein Deck sieht noch so voll aus. Deins nicht. Irgendwie nicht, nein. Nee. Dann setze ich eine Karte. Mhm. Und gib dann noch schon ab an dich.
Jo, ist okay, dann gehe ich erstmal die Standby-Phase. Würde ich gerne Punishment aktivieren. Genau. Muss ich Stachellanzenträger nehmen? Ja. Ja. Ist das in Ordnung? Das ist in Ordnung. Okay. Jetzt 2400 oder höher. Genau. Das ist der gute Omega. Ja, klar. Das ist die Entes. Die hat 2000. Ich hab nicht 500. Ich dachte, die Linie. Okay. Ja. Der geht kaputt. Genau. Effekt Entes, Target deine Gesetze. Perfekt. Kurz gedacht, weil fast alle von denen sagen ja auf dem Feld. Ganz genau. Das nicht. Böshengste. Ja. Okay. Dann beende ich auch. Muss ich abgeben an dich. Ich aktiviere in Endphase dann Pamio. Ja. Das geht dann auf 2 runter und ich darf einen Insekt vom Friedhof zum Beispiel. Genau. Dann noch die Käferkalorie Buggy. Perfekt. Ja, Buggy. Ja. Wer braucht schon Ressourcen, wenn man alles mit dem Friedhof macht? Niemand. Dann würde ich gern ziehen. Okay, das war jetzt ziemlich fies. Du musst die Trap noch setzen. Ja, das geht nur meiner Endphase. Echt? Ja. Deswegen werde ich jetzt ein Monster-Vertrieb buchen. Ah, schön. Ja. Oh. Komungus kommt. War jetzt ein bisschen scharf. Papillon ist weg. Dann ist deins. Ja. Ja. Ich hatte. Okay. Ich hatte nur noch. Natürlich. Nur noch Mittel auf der Hand. Jo. Ja. Aber so schnell geht's, meine Freunde. Duell 2. Die Insekten schlagen die Maschinen. Nix da. Das ist halt auch ein bisschen der Würfelwurf. Ne? Der eine kann sich dann durchquellen, der andere nicht. Star Wars ist krass. Ja, gucken wir mal jetzt. Ja, auch ein gutes. Ich fange natürlich an. Ich denke mal, das ist. Wie viele Driver ziehst du? 15. Gut. Das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Ich normal eine Tinken, wie immer. Hast du die immer? Ja, die hab ich. Aber alle Testzellen auch, ne? Ja, klar. Das ist jetzt Cosmo oder Palio? Palio. Ah, okay. Endphase Tinken 500. Das ist okay. Wow. Die ziehe ich dir mal ab. Die App ist aber super. Ich muss auch. Ja, das kannst du gleich machen. Ja, du bist ja. So. 1, 2. Okay. Oder machst du hier? Du darfst. 1, 2, ja. 3, 4, 5, 6. Okay. Das ist natürlich die 3. Du darfst es sehen oder nicht? Du natürlich darfst es sehen. Ja. Muss ja auf die Hand nehmen. Hey! Okay, sind ihr noch in den alten Zeiten? Dann werde ich. Ja, genau. Abheben. Trotzdem E-Tele aktiviert, der verbannt sich. Das war dieses andere Duell. Hast du gesehen? Absolutes Plus hier generiert? Ja. Dann würde ich gerne eine Karte ziehen. Gönn dir. Okay, McDokey. Ich werde als allererstes das Resonanzinsekt normeln. Natürlich, deine Tinken ist mein Resonanzeffekt. Ist die Summon okay? Ich würde ganz gerne ein Artefakt Heiligtum darauf aktivieren. Das gefällt mir etwas weniger. Vor allem ist auch jetzt die Summon nicht das Letzte, was passiert ist. Okay. Oh, baby. Richtig krass gechainblockt hier, meine Freunde. Würde ich gerne die Sense beschwören. Ja. Und Effekt Sense deklarieren. Okay, wir sind in der Main Phase, also richtig. Ja. Okay, dann aktiviere ich eine Zauberkarte, da du einen Monster-Effekt auf einer Main Phase aktiviert hast und generell in der Main Phase ein Talent der 3 Taktiken. Ja. Für 2 Karten zu ziehen tatsächlich. Hätte ich dir jetzt auch empfohlen, muss ich sagen. Ja, natürlich. Ich ziehe. Kampfwespe, Trainbow der Angreifer. Ich bin blau. Ja. Den muss man leider aktivieren. Ja. Special Summon? Ja. Dann würde ich Käferkarte Schuppenbombe aktivieren. Das ist jetzt was passiert, ist die Summon. Ja. Und deswegen darf ich ihn specialen. Ja. Weil ich möchte eine kleine Mauer aufbauen. Krank. Ja. Das Problem ist, ich kriege meine Monster nicht weg. Das ist gut. Dann gehe ich in die Battleface. Ja. Ich greife mit Resonanzinsekt deinen Artefakt Sensor. Ha! Ja, ist in Ordnung. Okay, die zerstört sich, ich verliere 1200 meiner Lebenspunkte. Oh, das tust du. Dann sein Effekt. Jetzt habe ich schon wieder. Du gabst jetzt Level 5 oder höher. Adden, genau. Ich nehme auch, glaube ich, direkt den Kumungunus. Kumungunus? Nee. Kumungus. Kumungus, Alter. Das ist der Hammer, ne? Ehrenlos. Durch die Nacht. Dann würde ich von der Main Phase in die Main Phase. Von der Battle Phase in die Main Phase 2 wenden. Ja. Werde ich deinen Tinken, wenn es ist. Ja, ich habe es mir fast gedacht. Ja. Diesmal, ich glaube, die muss man im Angriffsmodus machen. Ja. Aktiviere ich den Stechlanzenträger. Auf der Hand, natürlich. Darauf würde ich gerne mit Gefängnis des Eisdrachen responden.
und würde gerne Resonanzinsekt und würde es mir erstmal beschwören. Ja. Ja, leider muss ich das machen, das ist halt das Problem. Dann würde ich gerne die beiden bannen. Dann aktiviere ich Resonanzeffekt. Der Stechlandsager kommt nicht durch, weil er muss das zurückmischen. Genau, das ist Bändchen. Die Condition. Leider ja. Oh ja. Ich darf mir jetzt ein Insekt millen. Ja. Ihr kennt es. Es ist das Gookie Bowl. Effekt Gookie Bowl. Ich würde gerne wieder was adden, oder? Ich nehme die Killerbiene. Ja. Und zerstöre den Kubungus. Ja. Dann setze ich eine Karte und muss mich dem Ice Dragon's Prison erstmal unterwerfen. Endphase. Ja. Dann würde ich tatsächlich mal in die Battleface gehen wollen. Wieso habe ich den Angriffsmodus gerufen? Ich weiß es nicht. Okay. Dann würde ich dir gerne die Killerbiene zerstören. Ja, ich verliere 1000 Lebenspunkte. Der Wahnsinn. Ich glaube, dabei belasse ich es mal. In deiner Mainphase würde ich aber trotzdem noch den Stechlanzenträger aktivieren. Oh, nochmal. Ja, deine Tin Can würde ich dir reinmischen. Schade. Und bei mir ist es der Kommodus tatsächlich. Ja. Normal die Killerbiene, aber in dem Fall ist ganz gut. Kommen wir uns kommen, also sonst ein Effekt. Ist ja. Das okay? Ja, das ist in Ordnung. Dann suche ich mir die Formation. Nice. Das ist schon ziemlich gut, dass man die so suchen kann. Speed Trooper Formation. Jo. Dann würde ich ziehen. Ja. Oder möchtest du noch was? Nein, gönn mir. Ich ziehe. Wird nicht so viel besser. Ich aktiviere Beat Trooper Formation. Dann gehen wir in die Normal Sum Buggy. Jo, krass. Perfekt. Jetzt werde ich mir ein Buggy Deck. Ja. Das ist aber eine schöne Karte. Also, leider schon, ja. Merkt man nicht, aber ich sehe mich immer als Marienkäferchen. Alter. Dick mit Pumpen. Ja. Dick. Die locken mich jetzt wieder, solange wir auf dem Feld sind, richtig? Genau. Ach, ich vergesse das jedes Mal tatsächlich. Ich glaube, alle von denen locken mich auf dem Feld. Dann machen wir mit denen einen Link. Link 2, Battlehorn. Dieser Armorhorn. Ja. Tut mir sehr leid. Effekt Armorhorn für zusätzliche Normal Sum. Ja. Sting the Poison. Wenn er genommen oder gespecialt wird, darf ich mir einen Battle Boss werden. Ja. Schaust du, aktivierst jetzt noch ein Ice Dragon's Prison auf einmal zu weinen? Nee. Und zwar ziemlich laut. nee, das lassen wir lieber mal. Dann aktiviere ich Pin the Bullseye. Ja. Special und zieh dir 200 Lebenspunkte. Das ist aber ein zusätzlicher Effekt. Ja, genau. Dann ziehen wir mal die 200 ab. Ja. Und in Response würde ich gerne Dogmatica Punishment aktivieren. Das gefällt mir ein bisschen weniger. Target, by the way. Sting the Poison. Sting the Poison? Ja, Sting the Poison. Ja, in Ordnung. 400 oder höher. Ja, das kriegst du hin. Das gerade noch so. Okay. Das ist wie die Endness. Natürlich. Okay. Sting the Poison geht. Und Entes, damit würde ich dir gerne die gesetzte Karte schießen. Okay. Ah, krass. Die alles gute Sicht. Ja. Die Normal Sum habe ich raus. Du hast immer noch eine gesetzte Karte, die mich nicht nervt. Nervt. Die nervt. die nervt dann. Dann gehen wir doch ganz einfach in eine Link 4. Ja. Der eben schon so gut war. Atlas. Ja. 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 Ist also. Dann aktivieren wir doch Beat Trooper Formation. Ich nehme tatsächlich auch den Stechlanzenträger. Ich verliere die 2400 Lebenspunkte und aktiviere seinen Effekt. Ich suche mir die Countertrap. Fliegt und sticht. Ja. Ja. Effekt von ihm. Ja, zum Tributieren. Tributieren und aus dem Deck zur Special. Ich habe ein bisschen Angst vor der gesetzten Karte. Der Schuppenbomber. Ja. Ja, doch schlimm. Dann gehen wir in die Battleface. Ja. Das ist ganz einfach. Ich greife deine Sensor an. Ja. Ich mache eine Link 2, eine Mainphase 2. Ja. Ein Vektor Minimatte. Ja. Perfekt. Moment. Auf die Sand ich gerne die Keyword. Das ist okay. Ja. Der ist doch an Effekt. Der ist an Effekt, richtig. Genau. Dann haben wir hier das gute Token. Genau. Das Token hätte ich auch gerne in ATK.
In Angriffspunkt. 1000, genau. 1000, ja. Mhm. Dann setze ich eine Karte. Welche wird das wohl sein? Und ich setze eine weitere Karte. Ich aktiviere dann das Armorhorn. Mhm. Ich verbanne mir drei. Ich habe leider nichts Praktisches. Immer die eine Cookie Pole, einen Stechschuppenbomber und das. Und würde ihn dann special wollen. Ja. Dann mache ich mit dem Token und dem B-Trooper Armhorn. Ja. Der verbannt sich, du siehst das Token weg. Ja. Und nochmal auf Papillon, diesmal nur mit zwei. Diesmal nur mit zwei. Mit einem. Eins, zwei, eine Sekunde. Genau. Du hast recht, tut mir leid. Yes. Dann gebe ich tatsächlich aber nicht. Okay. So, Manphase 1, ist das schon mal in Ordnung? Das ist okay. Ich normal farm girl. Doch würde ich gerne den Papillon aktivieren. Mhm. Mir ein Insekt der Stufe 4 oder niedriger vom Friedhof zu specialen. Ja. Special ich nämlich den Sting the Poison. Ja. Perfekt. Ja. Trinkle der Angreifer. Mit zwei Sternen. Ah, okay, deswegen bin ich. Ja. Okay, macht Sinn. ja, gut, dann würde ich in die Battle Phase gehen wollen und mit Nibiru deinen Atlas angreifen. Das habe ich tatsächlich nicht kommen sehen. Bam. Okay, in dein Gesicht. Dann aktiviere ich Formation. Ich krieg einen Token. Kriegst einen Token. Das hat 1000, 1000. Richtig? Yes. Level 3, 1000, 1000. Oh, der Wahnsinn. Dann greife ich mit Farmgirl dein Sting the Poison an. Ja. Sie fügt ja leider keinen Piercing Damage zu, das wäre natürlich schön, ne? Ja. Dann aktiviere ich Farmgirl zum Banishen. Ja, das würde ich, kann ich nicht, oder? Du brauchst einen B-Trooper Monster. Hab ich nicht. Ach, das ist das. Wir sind aber. Sind wir im Damage Step oder nicht? Würde ja auch gehen, ne? Ja, es annulliert deine Aktivierung. Ja. Okay. Ja, dann habe ich es ein bisschen verschissen. Ja, ja, dann muss ich leider abgeben an dich. Ja. Ich werde ziehen. Mhm. Du hast immer noch eine gesetzte Karte. Wieder in der Mitte. Ja. Geht ja. Das sind ja 2 plus. Ja, genau. Insektenmonster. Dann aktivieren wir Formation. Ja. Diesmal nur für den Buggy. Ich verliere 1000 Lebenspunkte. Perfekt, Buggy. Mhm. Würde Buggy special. Ich nochmal beschwöre Arbalest. Ja. Perfekt. Ja. Würde mir eine Sekte Stufe 3 oder niedriger special. Ja. Nehmen wir hier den Schwindblow, der Angreifer. Gehe mit den beiden noch in das Shinobi-Insekt. Okay. Ja. Ich möchte den Anfänger lassen, deswegen. Ah, okay, alles klar. Dann würde ich in die Battleface gehen? Ja. 3000? Ja. Das wären 4000, 5000, 6000, 7000. Der kann 2 Mark. Das wusste ich nicht. Der ist aber auch Toolbau, ja. Okay. Ist halt schade, dass dein Deck nicht so shiny konnten, aber. Naja, ja, mein großes Problem war tatsächlich, also mein Gameplan sah eigentlich so aus, dass ich jetzt den Gleitflieger mache, Heiligtum schieße, dir noch eine Karte schieße. Das wäre natürlich eigentlich der Optimalfall gewesen. Das Token halt ein bisschen irreführend, dass es nicht als B-Trooper. Genau, aber ist da kein Problem, so lernt man ja, ne? Genau, alle anderen wissen es tatsächlich auch nicht, dass das Token auch als B-Trooper zählt. Genau das. Da ist nämlich die Synergie zwischen den Decks. So, jetzt habt ihr gesehen, Cosmo ist doch für die neueren Verhältnisse vielleicht nicht ganz so der Burner, aber wenn das Deck gut zieht, ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr gerne das B-Trooper-Deck ist, ich meine, jetzt habt ihr es gesehen in Action. Wenn ihr es gerne geprofiled haben wollt mit einer kleinen Deck-Analyse, dann einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten wünschen wir euch beide noch auf jeden Fall einen sehr schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.